Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Und oh! Oh Mist, okay, gut. wie kann man da nochmal runter? Hallo? Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar Prince of Persia. Ja, das ist sozusagen ein Remake der alten Prince of Persia-Reihe. Heißt, man spielt hier nicht den üblichen Prinzen, den man sonst immer gespielt hätte, den anderen Teilen. Und deswegen dachte ich mir, ist das vielleicht ein ganz gutes Spiel, um es mal zu machen. Und ja, zudem finde ich, hat es ein großartiges Gameplay. Es ist von Ubisoft Montreal entwickelt worden. Heißt, es ähnelt stark dem Assassin's Creed-Teilen. Und gut, bevor ich dann hier weiter dumm rumrede, starten wir da mal in das Spiel. Worum ich dich bitte. Wenn dein Wunsch erfüllt ist, dann erfülle mir meinen. Der Wind ist frei, doch der Sand geht, wohin er weht. Nichts ahnend von der Welt. Wirbelnd auf dem Atem der Götter. Ausgeliefert der Gnade des Sturms, der ihn erfasst. Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Ein Korn mitten im Sturm. Ich sag doch, sie ist nicht hier lang. Weiter! Hey, sagt mir wenigstens euren Namen! Wunderbar, da können wir dann direkt schon spielen. Wir laufen jetzt mal der mysteriösen Frau hinterher. Welche übrigens nicht Fahrer ist. So viel kann ich schon mal spoilern. Kommt gleich ein richtig lustiger Joke hier an der Wand entlang. Ich habe da privat schon gespielt, deswegen kenne ich die Steuerung schon. Boah. Dafür wäre ich da fast runtergefallen. Nun gut. Ja. Und hier bin ich runtergefallen. Ah, ich bin doch super. Okay. Zack. Ja. Hier einmal rüberhüpfen. Wie ihr seht, sehr viele Einlagen. Also ich muss sagen, es ähnelt Assassin's Creed. Ich finde das Gameplay sogar ein Stückchen besser als bei Assassin's Creed. Aber nun gut, ist auch eine andere Computerspielserie. Hey! Kein Grund, fies zu werden. Lasst uns doch darüber reden. Gut, ihr seid kein Freund vieler Worte. Wunderbar. Jetzt können wir angreifen. Ups, das war. Da habe ich den Angriff verfehlt. Wunderbar. Hätten wir mal gedrückt zum Blocken. Ja. Ah, Mist, da habe ich zu früh losgelassen. Ach, Gottchen. So fällt man. Das wird einem im Tutorial jetzt nicht erklärt. Aber ich habe es erfolgreich selbst herausgefunden. Jetzt wünscht ihr sicher, wir hätten darüber geredet, was? Ja, und ihr könnt auch abhauen. Warum verfolgt ihr mich? Tu ich nicht, ich suche nur... Fahrer, hörte ich euch rufen. Ihr und eure Freundin solltet schnell weg. Freundin? Fahrer ist nicht meine Freundin, sie ist mein Esel.
Ihr riskiert euer Leben für einen Esel? Ist ein guter Esel. Das und sie trägt ein Vermögen in Gold. Macht, dass ihr wegkommt. Wenn sie euch nicht bei mir sehen, ist alles gut. Hättet ihr das nicht ein bisschen früher sagen können? Wunderbar. Gut, dann folgen wir mal. Der Guten. Zack. Wunderbar. Ach, dieses Wandlaufen, muss ich sagen, finde ich cool. In den alten Teilen war das ganz anders. Aber hier, finde ich, geht das sogar. Da habe ich das nie hinbekommen. Das gemacht? Ich weiß nicht. So, so. Und dass ihr zaubern könnt, ist nicht zufällig der Grund dafür, dass man uns töten will. Die wollen nicht uns töten. Die wollen euch töten. Gut, reden wir nicht darüber. Sagt mir nur, wie wir entkommen können. Nein, ich kann nicht fliehen. Ich muss zum Tempel. Ja, dann gehen wir mal zum Tempel. Aber zack, zack jetzt bitte. Oh Mann, hey. Zum Glück ist das nur von kurzer Dauer. Ihr könnt mich wirklich runterlassen. Gebt sie frei! Ich bin gestürzt, mein Esel ist weg und irgendwer wirft mit Steinen. Treibt es nicht zu bunt. Gebt sie frei! Sie ist doch nicht meine Geisel. Lasst sie gehen. Er läuft doch vor euch. So, Akrobatikangriffe machen wir jetzt hier einen auf... Oh, auf nicht blocken, genau. Hier ein auf, keine Ahnung. Oh, das ging schnell. Das ging schnell. Glaubt ihr, ihr könnt wieder laufen? Ja. Gut, dann wo ist der Tempel? Geht vor. Ich folge. Ich weiß doch nicht, wo der Tempel ist, Mädchen. Bist du blöd? Nun gut, sprechen wir mal mit dir. Wo geht's zu diesem Tempel? Wir müssen hier lang. Oh, das ist... hier lang ist eine super genaue Wegbeschreibung. Also, das... Jetzt weiß ich genau, wo es lang geht. Also, hier lang ist... Das sagen die im Supermarkt auch immer, wenn ich irgendwo frage, hey, wo steht denn das und das? Ja, dann müssen sie hier lang gehen. Perfekt. Oder genau, mein Navi sagt das auch immer. Bitte jetzt hier lang. Ja, und deswegen greift ihr mich an. Ich sehe schon. Oh Mist, zu früh. Jetzt nehme ich hier mit unserem Metallhandschuh. Zack. Erinnert mich ein bisschen an so Ninjas. Die hatten ja auch so Metallhandschuhe, mit denen die so Wände hochklettern konnten. Zack. Machen wir mal ein paar Akrobatikangriffe. Oh nein, er ist tatsächlich ausgewichen. Na, komm jetzt her hier. Zack. Wunderbar. Und hat noch einer Bock? Ja, komm her. Ihr könnt euch nicht zwischen uns und die Prinzessin stellen. Welche Prinzessin? Ihr seid eine Prinzessin? Okay, gut. Dann retten wir jetzt eben die Prinzessin. Zack. Und Akrobatikangriffe in der Luft. Ups, das sah. Zack. Belika, es ist vorbei. Du kannst nicht zurück. Warum lauft ihr fort? Ihr könnt nirgendwo hin. Der Kerl gibt nicht auf. Ich hoffe, ihr seid schwindelfrei. Und, oh Mist, okay, gut. wie kann man da nochmal runter? Hallo? Ach ja, stimmt, der hatte die Handschuhe hier, genau. Mit denen er sich da so an der Wand runterkratzen konnte. Da ist der konnte. Tempel, unter dem Baum. Ihr betet einen Baum an? Ja, Bäume sind doch cool, ne? Also, tatsächlich hier so ein bisschen Ninja-artig mit der
Hand, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber Ninjas hatten ja früher solche Handschuhe, mit denen die sich in die porösen Steinwände reinkrallen konnten und dann sozusagen die Wände hochklettern konnten. Wie er hier, unser guter Prinz. Mach jetzt hier übrigens einen auf Minecraft. Sprintsprung. Ich glaube, so ist das irgendwie schneller. Also ohne Sprintsprung. So. Da steht sie. Okay, dann müssen wir dann hier hoch. Zack. So, hier einmal bitte hoch. Dankeschön. Was macht ihr denn da oben? Nehmt das Ende und drückt. Was ist in dem Tempel? Drückt einfach. So, drücken. Gibt es Gold da drin? Niemand verfolgt uns. Los, Beeilung. Okay, gut, keine Ahnung, wie ich das jetzt loslassen sollte. Zack, einmal noch runter, bitte. Und du auch nochmal hier. So, wunderbar. Und rein in den Tempel. Wenn es kein Gold gibt, warum ist dieser Ort so stark geschützt? Na, weil es das Gefängnis von Ahriman ist. Ahriman? Ahriman? Der große böse Gott der Dunkelheit? Was macht er? Töten, zerstören, kleine Kinder erschrecken? Wenn ihr es nicht am eigenen Leib erfahren wollt, solltet ihr mir dabei helfen? Ja, okay, gut. Ich möchte nämlich nicht von dem erschreckt werden, ne? Oh Mann. Wunderbar. Gut. Wisst ihr was, da der erste Part ist, machen wir noch Ahriman hier in diesem Part, weil, ja, es ist ein sehr kurzes Projekt, müsst ihr wissen, ne? Wir gehen jetzt schon direkt zum Boss, ne? Dann ist das auch schon vorbei. Deswegen mache ich das auch. Wo ist Ahriman? Unter diesem Siegel. Ups, das war. Danke, dass ihr mir bis hierher geholfen habt. Aber jetzt solltet ihr gehen. Ihr wollt, dass ich einfach so... Elika! Bleibt hier. Ich regel das. Ich will dich nicht wieder verlieren. Vater, nein! Ich flehe dich an! Vater? So, dann geht's jetzt auf in den Kampf. Wahrscheinlich gegen den König, also wenn sie Prinzessin ist. Es ist ja irgendwie logisch, dass er König ist, wenn er ihr Vater ist. Oder zumindest Trochsess oder so. Ups, das sah. Boah, da bin ich gut ausgewichen, habt ihr das gesehen? Wie so ein Profi. Was ist das denn jetzt hier? Lol, solche Animationen hatte ich noch nie während dem Kampf. Wie scheint, bin ich hier gerade richtig gut. Ich weiß nicht, ich drücke einfach wie wild R, Leertaste und linke Maustaste. Okay, dann jetzt E drücken. Zack. Okay, gut. Wie scheint hat der König den bösen Herrscher der Dunkelheit befreit, Ahriman. Okay. Zack, zack. Wir können ihn auch so verletzen, aber... Ja. Okay, gut, dann hör jetzt mal auf hier. Zack. Bam. Bam. So, wunderbar. Zack. 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 Und jetzt ist er weg. Toll. Jetzt nur noch hier raus. Einmal hier. Uah. Nicht in die schwarze Suppe da. Das sieht nicht so gesund aus. Ja, ich laufe ja schon. Zack. Boah. Oh, schaut mal, das verfolgt uns. Ja, das hast du gut beobachtet. Also,
Definitiv. Was? Oh nein, schnell weg hier. Oh Gott, wieder so ein Affe. Und schwarzer Venom, wollte ich gerade sagen, aber Venom war von... Hallo, machst du jetzt mal hier deinen Angriff da? Was ist hier jetzt los? Hä? Lol. Sie hat hier einen Angriff einfach nicht gemacht. Zack, da jetzt drauf hier. Bam, bam, bam. So. So will ich das doch sehen hier. Zack. Ja, ja. Ich bin nicht blöd. Ich weiß, wenn das Zeichen da unten kommt, muss ich blocken. Boah. Ach, ich hab doch geblockt. Zack. Wunderbar. Zack. So. Und jetzt zack, zack, zack. Und tschüss. Mein Guter. So, wunderbar. Bevor wir dann hier durch die Tür gehen, haben wir noch eigentlich Zeit für einen kleinen Cut, auch wenn Ariman die Welt bedroht, ne? Ich würde mich sehr über eine positive Bewertung oder einen Kommentar freuen, weil ich muss sagen, es ist ein richtig schönes Spiel und ja, so zum Start eines Projektes, viele Zuschauerinteraktionen können nicht schaden und ja, wir sehen uns dann direkt im nächsten Part wieder, welcher auch dann schon morgen kommt und ja, tschüss!